Bei Murmeltieren denkt man als erstes an Alpenbewohner, doch es gibt auch Flachländer, die Steppenmurmeltiere oder Bobaks. Was hat der Herrgott sich nur gedacht, als er die Kriebelmücken schuf? Die Biester sind eine Qual. Nicht nur wir, auch die Murmel sind umschwärmt. Armes Murmeltier. Es hat keine ruhige Sekunde. Die Blutsauger lassen sich nicht abwehren und das Bekratzen aller juckenden Stiche tut dem Fell gar nicht gut. Kahle, wundgekratzte Stellen überall. Jetzt ist es mit den Nerven am Ende. Versucht, den Kopf in den Sand zu stecken. Nervös und hektisch wühlt das Murmeltier, sucht Kühlung und Schutz. Kriebelmücken. Hier in Südrussland vermehren sie sich Ende Juni in den Hochwassergebieten der Wolga. In dichten Wolken schwärmen sie dann über das Land. Wie festgeklebt am Himmel der Isabellschmetzer im Rüttelflug. Einfach so in der Luft stehen, das beherrscht er. Von hier oben beobachtet er die Umgebung, hält Ausschau nach Fressbarem, nach Feinden und auch nach Murmeltieren. Dem Schmetzer passt das nicht, das Murmeltier ist seinem Nest zu nahe gekommen. An windstillen Sommertagen sind es die Kriebelmücken und heute ist es der erboste Isabellschmetzer, der das Steppenmurmeltier plagt. Armes Murmel. Und wieder eindrucksvoll stillstehen in der Luft. So demonstriert der Schmetzer, das ist mein Revier, hier dulde ich keine Eindringlinge. Die Zeichensprache des Vogels versteht das Murmeltier aber nicht. Es versteht nur handfeste Argumente. Das Steppenmurmeltier will seine Ruhe, der Schmetzer das letzte Wort.